Der Zen-Meister. Ein Zen-Meister empfing einmal einen Universitätsprofessor, der ihm einige Fragen über Zen stellen wollte. Doch war der Kopf dieses Mannes voll von Studium und Diskussion. Der Zen-Meister trug Tee auf. Er füllte die Tasse seines Besuchers bis zum Rand, hörte aber nicht auf, weiter einzugießen. Der Professor sah eine Weile zu, wie der Tee über den Rand der Tasse floss. Dann platzte er heraus. »Die Tasse ist doch schon längst voll! Mehr geht nun wirklich nicht hinein!« »Du bist wie diese Tasse«, sagte der Zen-Meister. »Dein Geist ist angefüllt mit deinen Meinungen und Spekulationen. Wie soll ich dir Zen zeigen, wenn du nicht zuvor deine Tasse leerst?«